Nein, nicht das. Ja, guck mal da. Oh, schick. Ja, 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 ja,
Wir sind hier am Köln-Bonner Flughafen. Das Besondere heute ist, dass wir hier zwei Übungen parallel stattfinden lassen. Einmal die gesetzlich vorgeschriebene sogenannte ICAO-Übung der Flughafenfeuerwehr Köln-Bonn. Dabei wird ein Szenario dargestellt, dass ein Flugzeug aufgrund eines Schadens unkontrolliert in einen Passagierbus hineingefahren ist und mit austretend Kerosin in Flammen aufgegangen ist. Hier gab es eine Schadensbekämpfung und parallel verlaufend eine medizinische Behandlung der Betroffenen. Hier unterstützte unter anderem die Feuerwehr Köln bei den ganzen Maßnahmen. Andererseits gibt es dann noch die zweite Übung, die von der Feuerwehr Köln organisiert worden ist. Hier wird der sogenannte BHP 50 aufgebaut. Das heißt also ein Behandlungsplatz, in dem 50 Verletzte innerhalb einer Stunde behandelt und abtransportiert werden können. Das haben wir also genutzt, dass diese IKAO-Übung stattfand, auch mit 50 Verletzten. Wir haben uns die Darsteller dann quasi dann weitergenommen in unserer BHP 50-Übung, die dann hier am Ort Flughafen Köln-Bonn durchgeführt worden ist und wir damit auch unsere Leistungsbereitschaft der Bezirksregierung zeigen können. Also wir sind heute bei der Übung, bei der IKAO-Übung sind wir in der verminderten Einsatzkräftestärke aufgeschlagen. Das heißt, es sind ungefähr 40 Einsatzkräfte vor Ort. Bei der Einsatzbereitschaft des BHP 50 sind wir mit 140 Einsatzkräften und ca. 40 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bei einem normalen Szenario dieser Art am Flughafen würden wir mit ca. 60 Einsatzfahrzeugen und 120 Einsatzkräften bei der Erstalarmierung aufschlagen. Also diese Übung, dass sie im Operativen stattfindet, ist natürlich, findet regelmäßig alle 2 Jahre statt. Allerdings finden in diesen 2 Jahren ausufernde Gespräche mit der Flughafenfeuerwehr statt, indem wir erstmal die letzte Übung nochmal durchsprechen, einfach mal schauen, wie ist sie gelaufen, gab es Kommunikationsschwierigkeiten oder gab es im Ablauf irgendwas, was man verbessern könnte, was man dann bei der nächsten Übung wieder üben könnte. Und man muss sagen, im Kleinen wird natürlich auch innerhalb dieser 2 Jahre mit der Flughafenfeuerwehr zusammen durchgesprochen und auch nochmal beübt, damit wir einfach hier immer auf dem neuesten Stand sind und wirklich im Einsatzfall schnellstmöglich helfen können. Also wir haben natürlich Meldungen seitens der Flughafenfeuerwehr bekommen und bis jetzt müssen wir sagen, dass alle Meldungen, dass eine sogenannte Notfalllandung ja stattfinden sollte, sich nicht als negativ, sondern die Piloten konnten das Flugzeug sicher auf die Landebahn bringen und wir also da deswegen nicht eingreifen mussten.